Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Schild, die Insel der Rüstung, wo unser Abenteuer doch noch nicht zu einem Ende gekommen ist. Denn jetzt, nachdem wir im letzten Part Meister Maastricht bezwungen haben, wurde das Focus Sparring freigeschaltet. Außerdem wollen wir auch demnächst mal sehen, ob wir vielleicht nicht irgendwie noch in der Lage sind, 1.000.000 Watt zusammenzukriegen. Es ist ein viel zu heftiges Unterfangen, aber hey, wer weiß, vielleicht kriegen wir es nochmal hin und können dann auch nochmal gegen seine Ehefrau Enya kämpfen. Da fällt mir gerade auch ein, ich habe im letzten Part vergessen, die Ligakarten von Saverio und Meister Maastricht vorzulesen. Das hole ich jetzt mal nach. So, das hole ich jetzt einfach mal nach. Zuerst mal die Ligakarte von Saverio. Erhalten am 18. Juni. In den Adern dieses Abkömmlings eines alterwürdigen Geschlechts von Seern fließt das Blut der Psycho-Arena-Leiter Galas, die alle von derselben Linie abstammen. Inzest. So war ihm schon vor der Geburt vorher bestimmt in die Fußstapfen seiner Ahnen zu treten. Als Kind war er zwar bereits imstande, Objekte mit der Kraft seines Geistes zu bewegen, aber da er weder zur Teleportation noch Telepathie fähig ist, gilt er in seiner Familie als Enttäuschung. Na, das ist ja wirklich schwachsinnig. Er hat großen Respekt vor der unbekümmerten, ausgeglichenen Art, mit der Phlegmon ihr Leben bestreiten. Ja, das ist ja nun wirklich etwas schwachsinnig. Als Jedi würde er durchgehen, aber seine Familie wäre dadurch unten durch. Schwachsinnig. Na gut, Maastricht, Karte vom 20. Juni. Dieser ehemalige Kampfarena-Leiter gilt mit seinem Rekord von 18 Jahren ohne Niederlage als stärkster Champ in der Geschichte. Sein Streben nach jener Stärke ging mit gnadenloser Strenge einher, sich selbst und anderen gegenüber. Allerdings änderte sich sein Wesen von Grund auf, als er im Anschluss an seinen Rücktritt die Welt bereiste. Zur Überraschung aller erwarb er plötzlich eine unbewohnte Insel. Als man ihn nach dem Grund dafür fragte, sagte er lächelnd, dass es auf der Welt viele Arten von Stärke gibt, die er alle sehen möchte. Er gab der Rüstungsinsel ihren Namen. Interessant. Und nicht jeder kann sich natürlich eine Insel kaufen. So, und jetzt noch die seltene Ligakarte. Aha, mit ordentlich viel Brusthaar. Dieses Foto ist circa 50 Jahre alt und stammt aus der Zeit, als Maastricht nach dem Sieg über die Feen-Arena-Leiterin den Titel des Champs errang. Lange Zeit galt er als unschlagbar, doch mit dem Verlust seines geliebten Partner-Pokémon häuften sich seine Niederlagen. Seine Beliebtheit blieb allerdings bestehen. Selbst als er den Titel verlor, den Schluss zum Rücktritt fasste er als damalige Liga-Präsident, ihm in einem abgekaterten Spiel den Sieg versprach. Er kämpft den Sieg versprach. Seit seinem Karriereende gibt er sich seine Leidenschaft für Videospiele hin, die er zuvor aus Imagegründen geheim hielt. Ah, interessant. Zur damaligen Zeit also mit Pac-Man und Co. Joho. Wirklich interessant, interessant. Aber egal, jetzt will ich erstmal sehen, worum geht's beim Focus Sparring. Hey Phantom Heart, Lust auf eine Runde Focus Sparring? Was ist das? Beim Focus Sparring beschränkst du dich auf Pokémon eines bestimmten Typs und trittst mit ihnen in Pokémon-Kämpfen an. Zuerst musst du einen Typ auswählen. Danach entscheidest du dich für maximal 3 Pokémon, die diesem Typ angehören. Es können weder identische Items noch identische Pokémon eingesetzt werden. Wenn du mit diesem Team 5 Kämpfe in Folge gewinnst, hast du das Sparring erfolgreich abgeschlossen. Sobald du allerdings einen Kampf verlierst, ist es vorbei. Zwischen den Kämpfen kannst du nur 2-mal die KP deines Teams wiederherstellen. Nutze diese Möglichkeit also mit Bedacht. Das wäre auch schon alles. Also wie sieht's aus? Möchtest du das Focus Sparring beginnen? Gern. Wähle einen Typ aus, mit dem du das Sparring angehen möchtest. Mal überlegen. Was können wir denn am besten jetzt mal benutzen? So viele Stahl-Pokémon habe ich jetzt auch nicht dabei. Typus Gestein. Sieht eigentlich auch nicht so gut aus. Wie wäre es eigentlich mit Feuer? Da habe ich ja einige. Oh, verdammt nochmal. Wir müssen uns dafür ein Team zusammenstellen. Okay, dann wähle ich dann doch eher gleich mal Geist aus. Okay, wir müssen uns also jetzt doch nochmal kurz
das jeweilige Team zusammenstellen. Na gut. Wie war denn jetzt noch das Umschalten? Okay. Wartet mal. Joker, bewegen wir dich mal. Verdammt nochmal, wo ist jetzt Joker abgeblieben? Joker. Wo zum Kuckuck bist du jetzt hier abgeblieben? Okay, Galalamus, legen wir erstmal hier ab. Aber wo ist jetzt Joker? Sagt mir jetzt nicht, ich bin jetzt wieder mal so bescheuert hier dabei, um es jetzt zu finden. Okay, Joker Level 100. Gut, dann verpassen wir Joker jetzt erstmal eine ordentliche Dünersuppe. Und danach können wir immerhin ja auch noch. Unser Team zusammenstellen. Also gut, das Team wird dann also gleich mal zusammengestellt. Erst einmal Joker. Legen wir dich mal hier hin. So, erstmal auf die Stelle mal hier das Ganze erstellen, registrieren. Mal sehen, wollen wir ohne Zahn nehmen? Ja, ist ja schon mal nicht schlecht. Dann nehmen wir einfach mal dieses Team jetzt auf die Schnelle. Dann probieren wir es jetzt einfach mal mit dem Typus Geist aus. Beginnen wir mit dem ersten Kampf. Mach dich bereit. Gegen mich selbst. Los geht's. Oh, Simon, jetzt haben wir hier auch wieder die Champion-Melodie. Warte mal. Ah, interessant. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt gegen die gleichen Typen ankämpfen würden. Aber es scheint, wie es aussieht, jetzt eher so zu sein, dass wir mit unserem Typ kämpfen. Also mit dem Typ Geist. Und dann als nächstes kämpfen dann die Gegner von uns mit einem anderen Typ. Und in diesem Fall sind es alles Pokémon vom Typus Normal. Okay, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Das ist ja wirklich alles nicht sehr gut. Aber gut, dann wird es mal Zeit für Giga Dynamax. Ah, ich habe noch Ränkeschmied drauf. Das ist nicht gut. Ränkeschmied muss unbedingt weg. Auf Joker nun. Und hallo! Gengar, Schlappohr zum Fressen gern! Wieso ist es verdammt nochmal immer noch schneller als wir? Ist das widerlich!
Es muss aber ein Walschall auch tragen. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, dass es jetzt schneller war als Gengar. Aber in diesem Fall haben es Geister-Pokémon. Oh! Warte mal. Wir müssen also mit drei Pokémon des gleichen Typs antreten. Aber unsere Gegner dürfen verschiedene Teams haben? Das ist doch totaler Schwachsinn. Das ist doch jetzt schon wirklich totaler Schwachsinn. Dann hätte man doch jetzt wenigstens auch so weitermachen können. Yo, Zenlong. Drache normal. Wie der Meister jetzt so schon sagen würde, da hast du ernsthaft ernst gemacht. Aber wie schon gesagt, Zenlong, Drache normal. Schlappohr, normales Pokémon. Und dann Drift Zeppeli, Geisterflug? Das passt nicht. Hervorragende Leistung. Ah, wir kriegen hierbei auch GP. Setzen wir mal das Ganze fort. Los geht es, Ost! Tja, ein Schüler aus dem Master Dojo fordert uns mit Tangolos heraus. Wir dürfen auch noch zweimal heilen. Ich denke mal, bei diesem Kampf riskieren wir alles. Setzen alles aufs Spiel. Und spülen mit Priel. Okay, ein extra verstärkter Dünner Brandangriff müsste auch ein einzelnes Tangolos aus dem Spiel nehmen. Ebenso wie jedes andere Pokémon, was jetzt noch kommen würde. Okay, jetzt ist es mal wieder so zweimal Pflanzen-Pokémon. Und das dritte Pokémon jetzt gleich wird sicherlich wieder einen komplett anderen Typ besitzen. Na, habe ich recht? Ja, Porygon 2. Ein Pokémon mit einer total anderen Fähigkeit. Ah, verdammt nochmal, da fällt mir gerade ein, mit deinem Eisstrahl könnte es uns auch gleich sehr gefährlich werden. Aber Dünner Brand... Nee, wir setzen Dünner Würm ein. Ich gehe auf Nummer sicher. Polygon 2 ist natürlich immer ein Spezialangreifer. Oh, nee. Oh, nee, nee. Ich hätte Feuersturm einsetzen sollen. Umwandlung 2. Was ist das denn jetzt? Ah! Na, das war jetzt mal ein großartiger Fehler. Einfach den Typ Stahl anzunehmen durch die zweite Umwandlung. Os, das war hervorragend. Hervorragende Leistung. Weitere 3 GP. Tja, das wäre dann... Warte mal, wir setzen einfach den Kampf mal weiter mit Nummer 3. Los geht's, gegen mich wieder. Oder war das jetzt... Nein, das müsste doch jetzt... Sie macht es einen jetzt ein bisschen zu leicht. Tja, werden es jetzt Eis-Pokémon sein oder eher Psycho-Pokémon? Tja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber egal. Diese Kämpfe jetzt sind beim besten Willen nicht schwierig.
Wir werden höchstwahrscheinlich, denke ich mal, ein bisschen anspruchsvoller werden. Sobald man später die ganze Focus-Sparring-Geschichte fortsetzen wird. Tja, jetzt erkenne ich auch mal nicht so genau mal wieder. Ob das jetzt nur ein Team mit den gleichen Voraussetzungen ist wie meins oder auch nicht. Die Antwort darauf, nein, ist es nicht. Wir dürfen also wirklich immer nur ein paar Pokémon des gleichen Typs benutzen. Und der Gegner hat natürlich die große Auswahl. Ja, der Gegner hat halt die große Auswahl. Von allen Pokémon, die es gibt, dürfen die sich also ein Team zusammenstellen. Und unsere Teams müssen nun wirklich aus drei Geistern bestehen. Tja, und ich muss jetzt sagen, das ist jetzt der zweite Part mit dem neuen USB-Kabel, ja. Und ja, es läuft hier alles sowas von extremst flüssig. Du warst echt gut. Ja, und jetzt werde ich auch mal kurz meine Pokémon heilen. Hervorragende Leistung! Los geht es, Oz! Tja, weiter geht's mit Kampf Nummer 4. Sowas lieben wir hier. Aber ernsthaft, bisher kann nun wirklich ohne Zahn jeden einzelnen Gegner ohne große Probleme erledigen. Naja, abgesehen von Schlappohr. Abgesehen von Schlappohr kann eigentlich ohne Zahn Katapulra, ich habe seinen richtigen Namen nicht vergessen, tja, besiegen. Ein Dünergewitter müsste eigentlich auch ausreichen. Ah, fast. So ein Mist. Es muss natürlich auch irgendwas dazwischen mal wieder kommen. Toll, Rückenwind. Und was bringt das eigentlich, sich selbst durch ein Item wie zum Beispiel Klettdorn zu verletzen? Hat das jetzt eigentlich auch wieder mal irgendeinen besonderen Grund? Für irgendeine besondere Fähigkeit oder für irgendeine besondere Technik? Brokkolos. Ja, das ist ja jetzt ja auch nicht so gut. Ja, das war jetzt auch nicht gerade so berauschend. Okay. Ja, nicht übel. Jetzt haben wir auch mal den Meteorstrahl gesehen. Kam zwar nicht sehr gut zur Geltung. Aber hey, wir haben ihn wenigstens ansatzweise zu Gesicht bekommen. Besser als nichts. So, dann kommt jetzt Draco Meteor. Wirklich leider nicht so effektiv wie erwartet. Naja, aber dafür, dass er Meteorstrahl nochmal einsetzte. Ja, bleibt Katapultra nun siegreich. Tja, Pech gehabt, Brokkolos. Das war ein Satz mit X, war wohl nix. Und das Elektrofeld ist jetzt auch verschwunden. Ach, Simon, hallo, Weilord. Wie wär's mit dem Donnerblitz?
Ja, nicht so effektiv. Aber jetzt wäre nun wirklich auf Gengar der Angriff Donnerblitz mehr als passend gewesen. Na gut, Mimikma, übernehmen Sie. Was machen wir denn jetzt? Ach, knuddel mal dieses große Weilord mal ein bisschen durch. Was jetzt auch nicht mehr, naja, so groß aussieht. Wenn man ja eigentlich mal an das Weilord auf Level 80 ja so drüber nachdenkt. Das war eine beeindruckende Demonstration seines Könns. Es ist bis heute auch nicht mehr aufgetaucht. Einmal besiegt und schon ist es futsch. Hervorragende Leistung. Willst du das Fokus-Sparring fortsetzen? Du kannst deine Pokémon auch einmal heilen. Machen wir. So, Kampf Nummer 5. Gegen mich mal wieder. Los geht's. Tja, danach haben wir auch mal das Fokus-Sparring mal ausprobiert. Und Bundlebee kommt zum Einsatz. Yippie. Aber ich denke mal, dieses Mal spare ich mir mal Dynamax mal auf. Und gehe mal sofort zum Feuersturm über. Ja, es hat keinen Fokus-Gurt, also hat es auch verloren. Das ist jetzt wirklich nicht gerade sehr berauschend. Und darüber hinaus auch noch kein Elektrofeld hier. Tja, blöd gelaufen, bis hier gleich mal am Absaufen. Britz Igel, bis dann und schau. Der Feuersturm, der haut rein, da schau. Was? Ach so, Ladevorgang erhöht die Spezialverteidigung. Aber egal. Denn Britz Igel wurde bezwungen. Ach, setzen wir einfach nochmal einen Feuersturm ein. Ist ja auch egal. Denn die Verbrennung schadet ihm. Oh, ihr allemal. Das war jetzt ja schon die Strafe dafür, dass ich Gardevoir nicht als Gardevoir erkannt habe. Wie dem auch sei. Wollen wir denn jetzt mal... Ah, was soll's. Tauschen wir einfach mal kurz mal unsere... Okay, das war jetzt ein kleiner Fehler meinerseits. Ja, das war jetzt ein kleiner Fehler meinerseits. Ich wollte jetzt einfach mal den ganzen Kampf mit Steel beenden. Und ich glaube, ich kriege das eigentlich auch noch mit Steel hin. Ja, das müssen wir noch richtig mit Steel hinkriegen können. Es würde mich jetzt auf jeden Fall wundern, wenn Gardevoir schneller sein sollte. Und es war nicht schneller gewesen. Bis dann und ciao. Ja, nett. Fokus Sparring beendet. Wie der Meister jetzt so schön sagen würde, du hast... Da hast du ernsthaft ernst gemacht. Ja. Hervorragende Leistung. 20 GP. Ja, das ist nicht übel. Du bist ja ein wahrer Meister im Umgang mit den Pokémon vom Typ Geist. Mit diesem Geschenk möchte ich deinen unermüdlichen Willen, an dir selbst zu arbeiten, angemessen würdigen. Danke. Willst du das Fokus-Sparring... Warte, fortsetzen? Was? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist jetzt nicht gut. Das scheint jetzt irgendwie bis zur Unendlichkeit weiterzugehen.
Es sollten doch eigentlich bloß 5 Kämpfe sein. Wieso machen wir jetzt auf einmal mit Kampf Nummer 6 weiter? Die will uns ganz klar verlieren sehen. Wie unfair. Wie verdammt unfair das ist. Sie will uns verlieren sehen. Okay, das ist einfach nicht gut. Was ist das jetzt? Okay, die Initiative sinkt. Das ist jetzt einfach nicht gut. Einfach nicht gut. Ja, Dünawurm einfach mal einsetzen. Und dann muss ich kurz was trinken. Es waren jetzt noch nicht mal Attacken, die Körperkontakt herstellen. Und so funktioniert dann also auch noch der Wolflaum. Was ist das? Oh, shit. Schitte, schitte, schitte. Aber egal. Gegnerische Pokémon sollten sich niemals mit einem Katapult ranlegen. Das endet niemals für die gut. Ah, jetzt auch noch Gladiantri. Cesurio. Ja, jetzt können wir einfach nur verlieren. Tja, da kann man nicht so viel machen. Wir haben verloren. Tja, Akuma ist jetzt das einzige Pokémon, was jetzt theoretisch Cesurio noch erledigen könnte. Komm schon, Ableithieb des Sieges! Gut gemacht! Eine Glanzleistung! Tja, kannst du mir jetzt mal erzählen, was das soll? Hervorragende Leistung! Okay, wir können also so lange weitermachen, bis unsere Pokémon, naja, erledigt sind. Tja, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Aber wir müssen gleich aufhören. Komme, was wolle, wir müssen gleich aufhören. Es wäre zwar eigentlich auch noch interessant, wie weit wir jetzt noch kommen würden. Aber es wird jetzt noch nicht einfacher. Es wird bei Weitem nicht einfacher. Jetzt sowieso nicht. Ja, jetzt wird es sowieso nicht einfacher, da wir gleich einschlafen werden. Sag mir jetzt nicht, es ist... Nein, doch nicht. Ich hatte schon fast gedacht, es hat jetzt ein KP behalten. Toll, Pikachu. Mimikma, da drüben ist ein Pikachu. Wach auf. Komm schon. Es hat dich geknuddelt. Wach auf. Zeige ihm, wer das bessere Pikachu ist. Aber nicht so. Lass den Kopf nicht hängen. Setze Ableithieb ein. Gut.
Vielleicht können wir das Ganze doch noch exzellent schaffen. Nein, jetzt haben wir leider Pech. Wir könnten zwar das Ganze jetzt nochmal versuchen. Ernsthaften Dohaido. Okay, das ist jetzt nicht gut. Tja, jetzt haben wir wirklich verloren. Schade. Ich hätte jetzt eigentlich zu gerne mal gesehen, wie das Ganze noch weitergehen jetzt würde. Aber jetzt kommen wir leider nicht mehr so weit. Du warst echt gut. Tja, und das war's dann jetzt auch. Hervorragende Leistung. Nee, ich will jetzt aufhören. Das Fokus-Sparring vom Typ Geist ist damit beendet. Du hast 7 Siege in Folge erzielt. Tja, und ein 8. Sieg wäre auch nicht drin gewesen. Tja, das war jetzt sehr interessant gewesen. Das Fokus-Sparring. Was uns nun erst einmal... ja, eine Menge GP bescherte. Das kann man dann also auch noch mit allen anderen Fokus-Sachen machen. Tja, was denn jetzt? Warte mal. Hä, wieso ist die Dynamax-Säule jetzt weg? Wieso ist die Dynamax-Säule für... von Kurtel weg? Es ist mir jetzt ein bisschen unbegreiflich, wieso jetzt auf einmal die Dynamax-Säule von Kurtel weg war. Tja, das war jetzt wirklich recht eigenartig. Weil eigentlich hätte das Ganze noch da sein müssen. Oder vielleicht hat sich das Ganze ja resettet, nachdem wir Meister Maastricht besiegt haben und dann am Ende der Ende stand. Das könnte natürlich ja jetzt auch möglich sein. Aber egal, jetzt werden wir einfach nochmal ein bisschen hier kämpfen für ein bisschen weiteres Rüstungserz. Und dann schauen wir nochmal kurz vorbei bei Mr. Buddel. Mal sehen, was er dann so in seiner Buddel drin hat. Weil mit genügend Rüstungserz müssten wir es ja hinkriegen. 1 Million Watt, warte mal. Warte mal, ist mit 1 Million Watt vielleicht das Ganze insgesamt gemeint? Na gut, dann brauchen wir ja nicht die vollständigen 1 Million Watt. Weil jetzt hat sie ja, hat ja Enya sowieso ja auch schon über 50.000, 60.000 Watt. Also bräuchten wir ja bloß etwas über 900.000. Theoretisch. Tja, das müssten wir doch eigentlich hinkriegen können. Würde ich mal sagen. Und behaupten. Und wer weiß, vielleicht kommt gleich noch ein Fiaro-Freihaus. Dann aber hoffentlich eins mit Orkanschwingen. Wie schon gesagt, ich fange mir meine Pokémon am liebsten sowieso immer noch selbst.
Achso, es ist geschwächt. Und bis dann und ciao. So, Rüstungserz mal 1. Ja, das hat uns nicht so viel gebracht. Apropos gebracht, da fällt mir gerade ein, unter Geheimgeschehen. Andererseits, es kann ja eigentlich ja nicht sein, dass wir jetzt 100 EP-Bonbons so über Geheimgeschenk kriegen können. Ne, da habe ich eigentlich nichts. Na, ist ja jetzt auch egal. Jetzt machen wir erstmal kurz mal weiter hier. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Okay, alles jetzt fürs Rüstungserz. Man muss es auch so sehen. Alles fürs Rüstungserz jetzt. Komme, was wolle. Amphira, du musst jetzt gleich mal wieder Zeitliche segnen. Für unser Rüstungserz. Interessanterweise habe ich auch schon mal bei Raid-Kämpfen Spieler mit einer Krone gesehen. Also, dass sie wirklich eine Krone auf hatten. Da frage ich mich eigentlich, ob man eigentlich dieses Modeartikel kriegen würde, wenn man den Pokédex vervollständigt. Aber sehr besonders sah das eigentlich nicht aus. Auf den ersten Blick ja, aber auf den zweiten Blick sah das dann eher aus wie, sagen wir mal, eine Pappkrone. Ach, sieh mal an. Sofort Schutzschild rausgefahren. Ist ja typisch. Es ist ja auch ein 5-Sterne-Pokémon. Und wetten, Ressadero setzt jetzt Daunenreigen ein. Oh, doch nicht. Premiere. Was für eine Premiere. Ansonsten setzt ein Ressadero immer wieder Daunenreigen ein. Und dieses Mal... Flügelschlag. Tja, so kann man das Ganze natürlich auch machen. So, was machen wir denn jetzt am besten mal? Dünerdüse. Obwohl, ne, Dünerfaust. Dann erhöhen wir auch sogleich mal die Angriffskraft. Und das ist immerhin besser als nichts. Ach ja, vielleicht werde ich dann doch erstmal offscreen mal weitersehen mit ein bisschen mehr Rüstungserz. Ansonsten können wir ja sowieso gleich mal anfangen, ein bisschen zu buddeln. Bis die Buddel kommt. Na komm schon, Angriff! Giga Multi-Heat! Heftig! Mächtig! Gut, Amphira bezwungen. Brauchen wir aber nicht. So, wie viel Rüstungserz kriegen wir? 2 Stück. Ja, immerhin besser als nichts. So, dann jetzt einfach nochmal einmal kurz versuchen. Ah, verdammt, wir haben jetzt keinen weiteren Wunschbrocken mehr hier. Okay, wir können jetzt vielleicht ja nochmal 1, 2... Oder sagen wir vielleicht mal 3 Wunschbrocken mal einkaufen. Ja, aber ansonsten machen wir gleich mal weiter mit der Operation. Sieh mal, lila Lichtsäule.
Ja, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Darum kümmere ich mich dann jetzt einfach mal offscreen. So, Fleißebene Mr. Buddel. Darauf hätte ich auch früher mal kommen sollen. So, weitergraben. Ach, ist zwar eigentlich eine Verschwendung an Rüstungserz. Aber das können wir auch irgendwann mal wieder reinkriegen. So, das waren schon mal 32.000. Tja, geben wir jetzt einfach mal alles Rüstungserz aus, was wir hier zur Verfügung haben. Menschenskinders, kann er nicht vielleicht mal 100.000 Watt mal ausbuddeln? Wäre das nicht mal Watt? 1.000 Watt? 100.000 Watt? Was ist jetzt los? Hey, warte mal, ich kann auch weitergraben! Wow! Was für eine Power! Hey, da bin ich wohl auf eine echte Wattader gestoßen! Sowas gab's schon lange nicht mehr! Auf geht's! Watte hatte du denn da? Yo! Das nenne ich mal Watt! So, noch ein letzter Versuch. Nochmal? Gigastoß! Das sind 70.000 Watt! Puh, so das wär's dann erstmal. Was sagst du denn dazu? Ich habe 180.000 Watt ausgegraben. Ich hab doch eben eigentlich überhaupt nichts gedrückt. Wieso macht er jetzt weiter? Naja, mir soll's recht sein. 180.000 Watt. Puh, mehr geht nicht. Mir tut alles weh. Hey, warte mal, ich kann auch weitergraben. Wow, Watt-Power. Hey, da bin ich wohl auf eine echte Wattader gestoßen. Sowas gab's schon lange nicht mehr, außer vor ein paar Sekunden. Auf geht's. Da kommt er schon ganz außer Atem. Generell, ich komme langsam auch ein bisschen außer Atem hier. Oh, so das wär's dann erstmal. Ich habe 65.000 Watt ausgegraben. Diesmal habe ich insgesamt 305.100 Watt ausgegraben. Wie viel Watt habe ich denn jetzt? Okay, er hat paar Mal weitergebuddelt, ohne dass ich Watt ausgehe. Naja, man kann es auch so sagen, ohne dass ich Watt ausgegeben habe. Aber nochmal so viel Glück werden wir nicht haben. Schade. Wirklich schade. Muss ich jetzt wirklich erstmal wieder ein paar Düner-Raids machen, um wieder genügend Watt zu kriegen. Ich meine natürlich Rüstungserz. Tja, leider kann ich da jetzt nichts mehr machen. Schade, schade, sag ich da, oh je. Tja, die halbe Million haben wir jetzt schon mal rausgekriegt. In diesem Part. Aber ich glaube, das reicht noch nicht vollkommen. Warte mal. Okay, ich behalte mal kurz dieses Miltang im Auge. Also gut, was habe ich vorhin eigentlich mal eingegeben?
Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was ich vorhin eingegeben habe. War mein Handy. Mal sehen, hier habe ich PokeWiki, hier habe ich Bisa-Fans. Da wird mir dann sicherlich gleich mal angezeigt, wie viel Watt wir ungefähr brauchen. Okay, ich muss zugeben. Ich muss jetzt eigentlich wirklich zugeben, das ist jetzt noch nicht so optimal. Ich weiß nicht, hier steht ja insgesamt ausgegeben, oder? Watt gegeben? 5000. Das hatten wir schon mal, dadurch haben wir den Friseur ja freigeschaltet. Rotomina haben wir dann mit 10.000 Watt hingekriegt. Ja, ich glaube, bevor wir dann den letzten Part machen können, müssen wir dann erstmal so sehen, dass wir erstmal ein paar Dynaraids wieder beisammen gekriegt haben. Tja, aber ich wüsste auch zu gerne, was hat es eigentlich immer noch mit dieser Insel auf sich? Ja, mal im Ernst, was hat es mit dieser verdammten Insel dort drüben auf sich? Ja, das wüsste ich eigentlich zu gerne. Eine Insel, die auf der Karte abgebildet ist, aber aktuell noch nicht erreichbar ist. Und was macht die hier? Wer den Sand der Erneuerung berührt, vergisst all seine bisherigen Bemühungen und kann nochmal von vorne beginnen. Hast du ein Pokémon bei dir, dessen Basiswerte du zurücksetzen möchtest? Nee! Mal ernsthaft, Rüstungserz ist jetzt wertvoll, um den Kampf gegen Enia zu starten. Ach ja, und wenn es Elsa darauf ankommt, dann will ich Elsa bloß den Kampf gegen Enia machen. Ich habe dann eben auch noch so kurz mal gelesen, bei über 3 Millionen abgegebenen Watt kriegt man auch ihre seltene Ligakarte. Und wisst ihr was? Das ist mir das Ganze nun wirklich nicht wert. Aber was mag eigentlich bloß jenseits des Horizontes auf uns warten? Ja, was mag hier bloß jenseits des Horizontes sein? Eine Insel, die vom Spiel vergessen wurde. Eine Insel, die von einer geheimnisvollen magischen Barriere oder von einem Pokémon vielleicht beschützt wird. Ah, wer weiß das schon, aber eigentlich müsste genau hier der Weg zu dieser komischen Insel sein, wo die Krone drauf ist. Aber nein, das ist nicht die Schneelande der Krone, das passt doch überhaupt nicht. Die Schneelande der Krone ist irgendwo im Norden. Ah, meine Theorie natürlich, das hat irgendwas mit dem legendären Pokémon Zaruda auf sich. Das Unlicht-Pflanzen-Pokémon. Aus dem aktuellsten Kinofilm. Tja, was sagt man dazu bloß? Was sagt man dazu bloß? Ich sage auf jeden Fall jetzt erstmal hierzu der ganzen Sache. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wer schreit da rum? Ditto.
Naja. Aber jetzt sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sammle jetzt erstmal wieder ein bisschen weiteres Rüstungserz ein. Und wer weiß, vielleicht können wir dann im nächsten Part auch schon mal den Secret Bossfight, nennen wir das Ganze jetzt einfach mal, gegen Enya, die Frau vom Dojo Meister Maastricht, meistern. Bis dann und ciao.